Hallo zusammen, ich ist wieder Attila und ich wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Szenariokisten öffnen und dazu war ich schon fleißig, habe das ein oder andere gefarmt. Insgesamt will ich 30 Kisten öffnen und ja, wenn ihr euch fragt, was kann man da Schönes rauskriegen, hauptsächlich T-Mog. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich im ersten Teil ein bisschen ausführlicher erklärt, da habe ich auch die Szenarios an sich gezeigt. Also, falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an. Ich zeige euch mal den aktuellen Stand. Ich bin aktuell bei 38% overall, 29% habe ich bei den blauen und 56% habe ich bei den epischen Kisten. Gut, dann lassen wir mal durchstarten hier. Na, Nummer 1 war schon mal leider nix. Nur Pech. Was brauche ich denn bei Leder noch? Ich brauche eigentlich nur noch Brust und Gürtel bei den Epischen. Mal gucken. Hände. Das war eine ganz schöne Nullnummer, ich sag's euch. So, Char Nummer 2 ist hier ein Druid. Und dann gucken wir mal, was der so drin hat. Nada. Ah, die Schultern konnte ich noch brauchen. Sehr schön. Und was haben wir hier drin? Ah, der Gürtel, was wir gerade nachgeguckt haben. Sehr schön. 2 von 3. Das war jetzt nicht schlecht. Dann haben wir gleich noch einen Lederträger, und zwar meinen Monk. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht ist ja die eine Brust hier noch drin, das letzte epische Teil, was ich brauche. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir noch ein paar blaue Sachen. Nee, das war nix. Das auch nicht. Und? Na, Schuhe. Schade, Schokolade. So, als nächstes haben wir dann noch einen Evoker am Start. Mal gucken, was wir hier rausziehen. Das sieht eher schlecht aus. 2x eine grüne Hose. Und? Ah, noch eine Hose, aber diesmal kann ich eine brauchen. Wunderbar. Dann haben wir als nächstes hier einen Demon Hunter. Vielleicht kriege ich ja das letzte Lederteil noch aus dem hier raus. Ne? Mal gucken. Also, jetzt schauen wir erstmal in die blauen. Nix. Nix. Ah, das ist ein Gürtel, aber es ist der falsche, oder? Scheißendreck. Ich brauche den anderen Gürtel. Jetzt dachte ich mir... Oder nee, ich brauche gar keinen Gürtel. Gürtel hatte ich ja schon, ne? Die Brust brauche ich noch. Naja, gut. Schade. Dann haben wir jetzt noch einen Stoffträger, hier den Priester. Und dann gucken wir auch nochmal. Nummer uno. Das war leider nix. Dann haben wir hier noch eine blaue. Ah, schau mal, die Waffe brauchte ich noch. Einen Innenstreitkolben. Und dann haben wir noch die epische Kiste. Ah, das kann ich auch noch brauchen. Wir können hier sogar noch irgendwas so einen Schatz aufmachen. Da ist zwar nichts drin. Aber dann ist nur eine Kiste mehr dabei. Eine extra quasi. Dann haben wir nochmal einen Lederträger und zwar hier den Rogue. Und dann schauen wir mal in die erste Kiste rein. Ah, schade, das hatte ich schon. Einen Ring. Und was haben wir da? Die Hosen. Okay, das war eine komplette Nullnummer. Sudele, dann haben wir noch einen Lederträger. Wo sind denn die Kisten? Warte mal, ziehen wir die hier mal raus. Müssen wir die Charts wieder ein bisschen aufräumen, ne? Hier so viel Klump rumliegen. So, Kiste Nummer 1. Hatten wir schon. Nummer 2, die Hosen. Ah, die brauchen wir noch. Sehr schön. Und was haben wir da drin? Schuhe, die brauche ich leider auch nicht. Schade. Gut, dann haben wir zur Abwechslung hier nochmal eine andere Rüstungsklasse. Einmal Evoker mit Kette. Na gut, die ersten zwei waren schon mal nix. Gucken wir mal hier. Das hatte ich auch schon, okay. Naja gut, einen Char haben wir noch. Ich hoffe, da haben wir ein bisschen mehr Glück. Sudela, dann haben wir noch den letzten Char. Hier wieder einer, der Leder tragen kann, und zwar ein Demon Hunter. Und ja, mal gucken, vielleicht sind die letzten Sachen jetzt hier drin. Also Nummer uno. Da haben wir nix, hier haben wir auch nix. Okay, jetzt vielleicht noch die Brust, die epische. Na, ein Umhang. Schade, also letzte Char war schon mal nix. Jetzt können wir gucken, wo wir aktuell stehen. Insgesamt bei 40%, die blauen Kisten bei 30% und die epischen bei 58%. Jetzt sind es nur insgesamt 202 Items. Ja, ist nur einiges, aber so langsam wird es zumindest ein bisschen weniger. Gut, dann sind wir eigentlich durch soweit mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.